Willkommen zu Star Citizen. Ein Auftrag hat mich erreicht, den ich sonst auch noch nicht angenommen hatte. Ich möchte ihn kurz mal zeigen. Ich habe diesen ECN Alert angenommen und der soll mich jetzt zu einem nahegelegenen Relais führen, ja, in meinem Sektor. Ich bin gespannt, wo das jetzt hinführen sollte. Ich bin ja hier, das wäre dann da, in der Nähe von ITA. Vielleicht können wir das ja direkt anwählen, haben wir auch ein bisschen weniger Fliegerei. Schauen wir mal, was das ist. Hatte ich jetzt bis jetzt noch nicht. Ich habe es jetzt angenommen in Ermangelung der Bounty Hunter Aufträge, die ein bisschen lukrativ sind. Ich hatte da gerade einen 2000er und 3000er und ja gut, hätte ich jetzt gemacht, wenn mir das jetzt hier nicht ins Auge gesprungen wäre. Möchte ich jetzt mal ausprobieren, mal sehen, was sie da von mir wollen. Vielleicht ist ja so eine Relaisstation nur unter Beschuss und ich muss da auch ein paar Gegner wegmachen, das wäre natürlich super für mich. Ne? Wenn ich jetzt noch aussteigen müsste, das irgendwie infiltrieren müsste, dann hätte ich möglicherweise die falsche Ausrüstung dabei. Aber er springt sowieso nicht. Komm, spring nochmal. Für mich. Ja, jetzt macht das. Dann lassen wir das Ganze mal hinter uns. Und machen noch mal einen Sprung, um dann gleich noch mal einen Sprung zu machen. Ja, wir helfen gern, ne? Immer auf der richtigen Seite. Der Seite des Gesetzes und Recht und Ordnung. Jedenfalls im Moment. Hust, hust. Ach, das wird wieder nichts. Da müssen wir uns nochmal auf die Karte begeben. Dann das alles clearen, dann das Ding hier nochmal annehmen. Und dann versuchen wir es nochmal. Ganz vorsichtig, 10 Kilometer sind es jetzt noch und wir müssen die Waffen, hoffentlich kann ich sie anwählen. Oh, ich kann sie wieder nicht anwählen, ey. Weiß der Geier, was das jetzt wieder ist. Wisst ihr das zufällig, warum ich es nicht hier switchen kann? Na gut. Das kann ich nur auch jetzt nicht ändern. Es wäre halt schön, wenn man das Ganze umstellen könnte. Jetzt geht das wieder nicht. Moment mal, Moment mal. Abbremsen, abbremsen. Nochmal alles ausmachen. Und dann machen wir es nochmal an. Und dann werden wir nochmal hier. Oh, ich habe einen Workaround gefunden. Ach, Mensch, wieso ist das immer so schwierig? Okay, ausmachen, anmachen und dann geht's. Dann wollen wir uns jetzt auch nicht beklagen. Es funktioniert ja. Und dann haben wir jetzt die
Genau, die Waffen overclocked. Mit denen sind wir immer sehr gut gefahren. Ja. Das will jemand wissen. Eine Freelancer. Die sollen wir. Ach so, die sollen wir protecten jetzt. Ich beginne zu verstehen. Ja. Das haben wir jetzt nun nicht so gut erledigt. Und wir haben jetzt gleich ein Crime-Stat von 4 bekommen. Von 1 bekommen. Ich weiß jetzt auch nicht, was ich da jetzt falsch gemacht habe. Wahrscheinlich habe ich ihn mal getroffen. Dann ist er hops gegangen. Ja, hat leider nicht hingehauen und wir haben Crime Stat. Schön. Jetzt müsste doch eigentlich mal auf uns was ausgesetzt werden, wenn wir das schon jetzt mal hier durchspielen. Ja, wir kriegen gar keine Bounty Hunter Mission mehr. Ja, so kann es gehen. Ein falscher Schuss und schon bist du ein Krimineller geworden. Ja, dann können wir das doch mal provozieren eigentlich, ne? Dann könnten wir uns ja doch mal da irgendwo hinbegeben, wo viele Spieler sind. Damit sie uns mal in ein Gefecht verwickeln. Also so schnell geht's. Es ist ein bisschen unverständlich. Natürlich habe ich ein bisschen in die Gefahrenzone hineingeballert. Das gebe ich zu. Gebe ich zu. Oder ob ich den auch bekommen habe, weil ich das Ziel nicht beschützt habe. Das So, Pharrell, hast du nicht mal Lust hier? Nee, der Pharrell hat keine Lust. Leute, kommt schon. Ich habe selber gesehen, heute ist nichts mit Bounty Hunting und ich biete mich jetzt hier an. So, ich mache mich natürlich jetzt auch mal ordentlich sichtbar hier. Guck mal, da ist er.
Aber da sind keine Spieler. Jo, bisschen schade ist es, ne? Ich meine, okay, man muss denen auch Zeit geben, dass sie mich dann erwischen. Wo wäre es denn jetzt am sinnvollsten hinzuspringen? Ja, hier ist keiner. Das Verse ist zu groß. Ich fliege mal nach Port Olisar. Da ist ja immer was los. Und vielleicht kann ich jemanden ja so ein bisschen außerhalb ziehen und dann ein kleines Fight. Ein bisschen Spaß haben noch mit dem Palmstead. Ja, so werden wir das machen. Dann werden wir mal gucken, wie Port Olisar auf mich zu sprechen ist. Aber ich mache jetzt ab hier einen kleinen Cut. Die 7 Minuten oder so, die schenken wir uns. Und dann melde ich mich wieder, wenn ich im Anflug bin, auf Port Olisar. So, nun sind wir kurz vor Crusader. Was ist jetzt der Plan? Der Plan ist eigentlich ganz einfach. Ich habe kein Problem damit, mich jetzt in ein kleines Scharmützel verzetteln zu lassen. Ich denke, ich werde als roter Punkt gesehen und alle, die hier Call to Arms Mission angenommen haben, können sich ja hier irgendwie mal 500 oder 1000 oder was verdienen, wenn sie mich wegballern. Von daher werde ich jetzt erstmal in den Bereich von Port Olisar hineinfliegen, ein bisschen rumkreisen. Da ja so ein bisschen, ne, ein bisschen Staub aufwirbeln und mal gucken, ob ich jemanden außerhalb der Waffenzone hinausziehen kann. Und dann habe ich da kein Problem, wenn ich da jetzt weggeballert werde. Dann komme ich nämlich ins Gefängnis, dann kann ich ein bisschen minern oder was auch immer. Dann ist das auch wieder in Ordnung. Wenn ich jetzt das Gefecht gewinnen sollte, dann habe ich halt noch einen etwas höheren Crime Stat und dann muss ich auch ein bisschen länger minern. Das wäre es dann auch wert. Ich möchte das jetzt mal ausprobieren. Nun ist es nur so gelaufen. Von daher, ja, ich werde mich da jetzt mal präsentieren als roten Punkt und vielleicht interessiert es ja irgendjemand. Den Chat habe ich ausgemacht. Mal sehen. Mal sehen, was sie. Guckt mal hier. Da sind noch ein paar grüne Punkte. Los, schmeißt euch in die Karren und dann auf ins Getümmel. Guck mal, ich gebe euch noch einen kleinen Anreiz. Komm, schaltet mich auf. Hier.
Ah, da haben wir schon den ersten. Ah, ein harter Gegner, ne? Ein harter Gegner. Oh, da hat es mich erledigt. Ja, das war's. Und da freut sich einer für vielleicht 500 Tacken oder so. Das ist doch schön, ne? Jetzt bin ich im Knast und... Oder auch nicht. Doch, bin ich im Knast. Clasher, jawohl. Es ist so. Ja, es war eine harte Nuss. Also das müsst ihr selber sagen. Also ein Gunship so in der Größe, wenn der da richtig spielen kann, dann war's das. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Das war ein kleines Battle und... Nun sind wir da freiwillig reingezogen. Jetzt werden wir halt nochmal gucken, wie wir das Ding hier wieder loswerden. Ja, wir sehen uns wieder in Star Citizen.